Leute von heute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf Easy Money. Wir befinden uns schon mitten im Game, beziehungsweise am Anfang des Spiels. Es geht hier heute gegen die, ich glaube, 12 und 3 New York Giants. Und ja, ihr seht richtig, wir haben mal wieder die Facecam am Start übers Handy gefilmt. Deswegen, ich hoffe, vom Sound und von der Videoqualität passt das alles. Ich weiß nicht genau, woher die Motivation gerade kommt, aber ich habe einfach Bock, mal wieder mit Facecam zu machen. Ich bin ein bisschen nervös, ist vielleicht das falsche Wort, aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr komisch an. Ah, komm, Digga, da hättest du auch noch wegrennen können. Fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen komisch an, muss ich sagen, aber irgendwie auch geil. Deswegen gucken wir mal. Letzte Woche ging es gegen die Kansas City Chiefs und die standen, glaube ich, auch irgendwie 12-1 oder 13-1 oder so. Und die haben wir besiegt mit 27-7. Keine Ahnung, was hier die O-Line macht. Wir müssen punten. Dementsprechend das Kansas City Chiefs Spiel habe ich überhaupt nicht aufgenommen, weil ich dachte, von denen kriegen wir eh eine fette Klatsche. Haben die dann ordentlich gut dominiert besiegt. Und jetzt dachte ich mir, okay, wenn wir wieder gegen so ein angeblich gutes Team spielen, gucken wir mal, wie es läuft. Aber so wie dieser erste Drive hier gestartet ist, würde es mich nicht wundern, wenn wir heute tatsächlich eine Klatsche kriegen. Deswegen, das wäre auf jeden Fall wieder sehr, sehr witziges Timing, wenn wir genau dann aufnehmen, wo wir eine Klatsche kassieren. Aber schauen wir erstmal. Schauen wir erstmal, was wird. Daniel Jones auf jeden Fall hier. Saquon Barkley hinten drin. Erster Lauf kommt. Und der geht schon mal deutlich zu weit. Der geht sogar direkt durch für den Touchdown. Jo, Leute, wir sind zurück. Wir sind zurück. Also auf jeden Fall ein arschgeiler Start in dieses Game. Ich probiere das Ganze nicht so eng zu sehen. Wir stehen 7 und 8, das heißt Playoffs sind für uns wahrscheinlich eh nicht mehr drin. Aber dass Saquon Barkley einfach beim ersten Lauf direkt durchrennt, ist natürlich trotzdem ultra uncool. Digga, jetzt ist sein D-Liner auch schon im X-Factor, mega nice. Schauen wir mal. Na, nehmen wir erstmal Bijan. Für ein paar Yards, 9 Stück, erster Wurf hier. Ich weiß nicht, inwiefern ihr diese Saison verfolgt habt, also diese Saison, diese Community-Franchise, aber es gab definitiv viel zu viele Games, in denen ich unkonzentriert gespielt habe. Oh, oder, ach, schade, ich wollte eigentlich so einen ganz smoothen Stop-and-Go machen. Ja, wo ich unkonzentriert gespielt habe oder auch einfach nicht genug Bock hatte, irgendwie mich wirklich richtig anzustrengen. Und dadurch ist unsere Saison halt echt mau. Also 7 und 8 ist definitiv keine gute Saison. Aber dies wurde dies. Dann werden wir dieser Saison halt, wie gesagt, höchstwahrscheinlich die Playoffs verpassen. Schöner Lauf von Bijan. Und dann gucken wir, was nächste Saison gehen wird. Nice. Neighbors, sehr, sehr stark. So, Play Action. Das ist alles abgedeckt. Lol. Let's go, Digga. Und so schnell haben wir den Ausgleich gegen die 12 und 3 Giants. Let's go. Es ist übrigens gerade schon 23.30 Uhr. Das ist eigentlich keine Uhrzeit, zu der ich aufnehme. Und ich verstehe auch gar nicht genau, warum ich so wach bin. Weil mein Tag war mies anstrengend. Also wirklich körperlich sehr anstrengend, weil ich viel bei Familie geholfen habe und so weiter. Aber keine Ahnung, woher diese Motivation auf einmal kommt. Und Daniel Jones wird erstmal gesackt, Alter. Let's go. Geiler Start in diesen Drive. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr euch freut, dass die Facecam wieder back ist, dann lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen oder mit ein paar Likes. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, ich weiß nicht, habt ihr diese Saison verfolgt mit den ganzen Videos, wo keine Facecam dabei war? Die Aufrufe waren okay. Von daher bin ich mir gar nicht so sicher. Na, das sind viel zu viele Yards schon wieder. Richtig dumm, Digga. Dadurch hat er jetzt einen 3. und 5, also diesen fetten Sack, gut weggemacht. So, jetzt bitte einmal standhalten. Screen. Wir sind da. Digga, starkes Play. 4. und 7, er muss punten. Alright. Naja, okay. Wir starten an der 34. Gute Ausgangsposition. Mhm. Nehmen wir, wenn wir da noch nach links gegangen wären, wäre es vielleicht noch krasser gewesen, aber so schnell konnte ich leider nicht reagieren. Ja, starkes Play, Alter. Wieder schön auf Neighbors, Junge. Let's go. Mhm. Nehmen wir.
8 Yards. Play Action wieder. Ja, schön, Junge. Schön. Und das sah ganz schön nach Run-Commit aus, tatsächlich. Okay, lucky, dass er den gefangen hat. Okay, wir kommen mit einem Screen Pass. Geil. Wirklich einfach nur geil. So, Field Goal nehmen wir trotzdem mit. Der sitzt und wir führen gegen die 12 und 3 Giants. Let's go. Ja, guter Stopp. Ach, komm schon, Digga. Oh, das ist ein First Down. Warum ist er so wide open? Alles zu. Ah, ich hätte nicht gedacht, dass er da wirklich rennt. War eigentlich sehr gut von uns gecovert, aber Daniel Jones kann ja leider auch überraschenderweise ganz gut rennen. Schade Schokolade. Ja, okay, Flagge für irgendwas. Illegal Contact. Ah ja, alles klar. Ja, gute Run-D. Jo, den musst du picken, let's go. Dankeschön, Nummer 92. Let's go, Alter. Wir probieren es mit einem Run über links. Das ist schon wieder alles zu, Digga. So, Stevenson kommt jetzt gleich in Motion. Er macht übrigens in der Defense auch immer das Gleiche. Also diesen rechten Safety holt er immer runter. Kyle Pitts kann ihn vielleicht mal gerne burnen jetzt. Nee. Schafft das Safe nicht. Den droppt er, natürlich. So, dritter und 12. Viel bleibt uns nicht übrig. Holt wieder den Safety runter. Gucken wir mal. Stevenson. Yes, sir. Stevenson, baby. Let's go. Ja. Die Yards nehmen wir mit. 4 Stück. Eventuell können wir hier Kyle Pitts anspielen. Oder vielleicht sogar Stevenson, weil er gerade mit dem Typen reingeschiftet ist. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch sogar sehr gut aus. Stevenson macht hier gute Plays heute. So, wir wollen es jetzt mit einem Inside Run probieren. Schicken aber vorher mal Stevenson rüber. Einfach um ein bisschen für Verwirrung zu sorgen. Hä? Warum geht er wieder zurück? Das wollte ich gar nicht. Egal, vielleicht gibt es noch mehr Verwirrung. Ah. Aber ich probiere nochmal so ein bisschen durchzucutten. Hat nicht so ganz geklappt, nur 2 Yards. Er nimmt jetzt seine erste Timeout. Sehr interessant. Wir laufen nämlich langsam aufs 2-Minute-Warning runter. So. Ja. Oh nein, Desmond Ridder, das ist nicht dein Ernst, ey. Sowas geht halt wirklich gar nicht, Digga. Das ist wirklich Trash. Das ist wirklich einfach nur Trash. Aber wir probieren es jetzt beim 3. und 8 mit dem Flood Play. Entweder hoffe ich auf Pitts oder auf Stevenson. Stevenson könnte da sein. Stevenson ist da. Der macht ein gutes Spiel, Digga. Let's go. So, die Zeit lassen wir erstmal ticken bis zum 2-Minute-Warning. Ja. Ey. Es ist einfach ein Touchdown und Desmond Ridder verwirft ihn, obwohl er nicht mal Druck hat. Was soll denn das bitte? Was genau soll das? Frage ich euch ganz ehrlich. Okay, auf Stevenson bringt er den an und auch das ist ein First Down. Giants haben jetzt ihre zweite Timeout genommen. Wir probieren es hier jetzt erstmal mit einem Fullback Dive. Unser Fullback ist einfach der zweite Tight End Jonnu Smith. Sehr interessant. Rein da. Bruder, komm ey. Da musst du rein. Aber ist okay, er muss seine letzte Timeout verbrauchen. Wisst ihr was? Wir gehen auf eine Option und probieren das Ding hier mit der Read Option rein zu hämmern. Ja, TD. Stark, Alter. Richtig, richtig stark. So, 10 Punkte Führung. Jetzt heißt es wirklich ganz, ganz dringend vor der Hälfte standhalten, weil er kriegt nach der Hälfte auch noch den Ball. Das bedeutet, wir wollen hier keine Punkte kassieren. Interessante Formation auf jeden Fall schon mal. Das ist sowas von zu. Ey, Madden. Okay, danke, der war out of bounds. Ich wollte schon sagen, Mann, da waren 2 Spieler.
Er geht hier ins Pause-Menü. Okay, er will weiterspielen. Alles klar. Es gibt ein Booth-Review. Also vielleicht war der doch inbounds. Digga, als ob, ey, der war inbounds, Mann. Das ist doch eine absolute Frechheit, Bro. Da waren zwei Leute, die den eigentlich abgecovert haben. Wie kann es sein, dass der ankommt? Egal. Egal, egal, egal. Darauf fokussieren wir uns jetzt nicht. Nein, ey! Also, dann ist es aber wirklich nicht egal. Was soll denn das, Digga? Einfach zum zweiten Mal in diesem Spiel rennt er einfach durch. Digga, da wird man schon wieder so demotiviert, ey. Wäre wirklich nur fair gewesen, wenn wir jetzt auch durchrennen hätten können, Digga. So, wir haben noch 1,20 und 3 Timeouts. Gucken wir mal. Neighbors. Yes, sir. Yes, sir, baby. Wir gehen noch Huddle, weil er war leider nicht im Aus. Gleiches Play einfach noch mal, beziehungsweise hauen wir mal ein paar Änderungen rein. Ja. Nehmen wir hier erstmal die paar Yards mit. Wir nehmen eine Timeout. Interessantes Play. Ich glaube, ich schicke die beiden hier lieber so nach innen richtig rein. Ja, er droppt den, cool. Cooler Wurf, Ritter. Wirklich cool. Wir probieren es mit einem 60-Yard-Field-Goal, Leute. Ich werde hier nicht punten, Digga, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir schon wieder zu harter Abzocke hier. Oh, shit, Digga, der geht komplett daneben. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre er sogar weit genug gewesen. Jetzt startet er an der 50. Alter, das kann nicht sein, wie sich das Spiel hier gerade dreht, Digga. Das ist wirklich unglaublich. Digga, wehe, er scored jetzt hier nochmal vor der Hälfte, ne? Wehe, wirklich. Zu. Das ist auch zu. Und die Zeit tickt weiter, sehr schön. Okay, wichtig und richtig, dass die Zeit tickt auf jeden Fall. 4 Sekunden. Jawohl, er wird gesackt. Okay, wir gehen in die Hälfte trotzdem mit der Führung. Von daher, das schlimmste Übel wurde verhindert. Es ist außerdem gegen die 12 und 3 Giants. Deswegen, wenn wir hier überhaupt eine Chance haben, das Ding zu gewinnen, dann können wir schon stolz auf die Leistung sein, würde ich sagen. Bis hierhin eigentlich ganz gut gespielt. Aber diese Saquon Barkley-Läufe, Digga, die gehen wirklich gar nicht. Also das hat uns das Ding echt bis jetzt ein bisschen auseinandergenommen, weil das sind auch seine einzigen 2 Touchdowns. Wäre schon cool, wenn das aufhören würde. Der nächste Lauf über außen, aber das ist gut gestoppt mit einem saftigen Tackle, Alter. Und Injury Timeout? Wenn er raus wäre, Alter, das wäre ganz, ganz wichtig. Okay, aktuell ist er tatsächlich raus. Wie geil ist das denn bitte? Ah, jawohl, der ist incomplete. Let's go. 3. und 9. Guck mal, Daniel Jones 5 von 7 für not able to return for this game, Digga. Let's go. Verdient, nachdem er einfach zweimal so frech durchrennt. Was wollte ich gerade sagen? Daniel Jones Statistik auch richtig trash. 42 Yards, glaube ich, eine Interception. So, jetzt bitte standhalten. 3. und 9. Er rennt den Ball tatsächlich. Und da sind wir aber. Er muss punten. Sehr, sehr schön. Gute Defense. Okay, der geht uns aus. Können wir leider nicht returnen. Wir starten an der 29. Lol. Wie hat er sich denn dadurch getankt, Alter? Ah, komm, 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 Junge. Okay, danke. Er hat diese Ability, dass er immer nach vorne noch fällt, wenn er... Also, dass er immer für extra Yards kämpft, quasi. Wir tun mal so, als würden wir Audibles geben. Nice. Nice, 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 nice. Langsam kommt Bijan Robinson auf jeden Fall rein. So, wir haben eine Read-Option am Start. Gucken wir mal. Ziehen wir... Yo, Desmond, du geiler Hund, Alter. Renn, Baby. Renn, komm. Boah, wir sind an der 1, Alter. Was für ein Run von Desmond Ridder. Auch hier haben wir eine Read-Option, aber eine andere. Ich denke, wir werden safe übergeben. Ja, und der ist drin.
Bijan Robinson, ein Tier, Junge, let's go. Super, super wichtig, dass wir hier den Touchdown gegen ihn direkt wieder scoren. Oder was heißt direkt? Hat jetzt schon lange gedauert. Aber wir führen damit jetzt wieder mit 10 Punkten. Das heißt, wir haben ein Two-Possession-Game. Von daher, das ist schon mal deutlich, deutlich besser jetzt. So, 1. und 10. Run kommt. Ja, der ist auch wieder nicht schlecht. 6 Yards. Wir sind hier. Da sind wir leider nicht. Okay. Hauptsache keine schnellen Touchdowns jetzt kassieren. Wisst ihr, was ich meine? Wenn er da seine 6 Yards macht und sowas, irgendwie 6, 7 Yards maximal, dann kann ich damit leben. Das ist für mich jetzt nicht so schlimm. Hauptsache wir kassieren keine tiefen Bomben. Oh, der war krass verworfen. Keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Wurde Daniel Jones dabei getackelt oder sowas? Weil sonst wäre das ja echt ganz schön verkauft von Daniel Jones gerade an der Stelle. Aber gut, passiert uns mit Desmond Ridder auch oft genug. Run kommt, aber der ist komplett zu. 3. und 8. Wichtiges Play. Wichtiges Play. So, Leute, jetzt wird es wirklich wichtig. 3. und 8. Wir sind hier. Da sind wir nicht. Oh, das ist gestoppt. 4. und Inches. Was macht er an der 44? Darf er dafür gehen? Okay, er geht auf jeden Fall dafür. Ich weiß nicht, ob er es darf. Es ist seine eigene 44. I'm not so sure about that. Ah, das hätten wir sogar fast gestoppt. Schade Schokolade. Oh, ich dachte, er wirft ihn hier hin. Oh, das gibt es nicht. Dann hat er den doch noch geworfen, Digga. So hohl einfach. Ich hätte einfach da bleiben sollen. Jo, pickt ihn! Okay, wenigstens hat er den gedroppt. Es hätte ein Pick 6 sein können. Alter Scholli. Jo, Digga, von der 95 richtig, richtig stark. So, Leute, jetzt 3. und 12. Oh, ist ein Screen. Screen, er hängt fest und er wird gesackt. Das heißt, er kann nicht mal ein Field Goal nehmen. Wow, Digga. Stark, Mann. Stark, stark, stark. Let's go. 4. und 25, er muss ihn bei punten. Das heißt, für einen 4. und Inches dafür zu gehen, hat sich nicht ausgezahlt im Endeffekt. Sehr, 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 sehr gut für uns. Wo geht der Ball hin? Lass ihn mal bitte gehen. Ja. Oh mein Gott. Ich dachte, der geht hinten raus. Wir müssen an der 1 starten. Ach, Digga, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Wir probieren es erstmal mit einem Fullback-Dive. Das ist bitter, Junge. Als ob der an die 1 rausgeht, ey. Jawohl. Sehr schön, Alter. Super wichtig, Mann. So, wir werden den Ball hier laufen. Gib mir einen guten Block, komm. Yo. Yo. Ah, ich dachte kurz, ich bin weg, Alter. Ich glaube, das hätte den Deckel oben raufgesetzt. Guck mal, diesen Bubble verstehe ich nicht, Digga. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der funktioniert. Wir werden den auch safe nicht werfen. Ah, 3 Yards, okay, nehme ich mit. So, Read Option kommt. Müssen wir übergeben, aber da ist leider alles zu. Jetzt haben wir einen 3. und 9. Wir werden definitiv ein Passplay machen. Okay, keine Ahnung, diesen Spielzug habe ich selten gemacht, aber wir probieren unser Bestes. Mehr kann man ja nicht tun, ne? Kyle Pitts. Ist das geil, Alter. Let's go. So. Gegen den Blitz. Und wir bleiben schön in Bounce, damit die Zeit weiter tickt. Okay, er nimmt jetzt seine erste Timeout. Interesting. Wie gesagt, es ist ein Two-Possession-Game. Das heißt, er bräuchte mindestens 2-mal den Ball, um hier den Ausgleich oder die Führung zu übernehmen. Ah, das ist gute Defense. 2. und 12. So, er hat nur 3 D-Liner. Meine Hoffnung ist groß, dass wir den Ball hier rennen können. The connection to your peer has been lost, Digga. Hat er gequittet? Sagt mir nicht, er hat gequittet. Oder will dann irgendwie, dass wir nochmal spielen, weil, Digga, das ist ein Win. Das ist ein Win. Safe. Da gab's wirklich so eine Mini-Chance, dass dieses Spiel noch umgedreht wird. Aber eigentlich war das safe ein Win. Ich werde den Admins gleich schreiben, dass ich das alles auf Video habe. Und dass wir bitte Forced Win für mich eintragen. Jo Leute, das war's mit dem Video. Ihr werdet dann wahrscheinlich im nächsten Video erfahren, ob wir den Forced Win dann bekommen haben oder nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich bin sehr, sehr happy, dass wir gegen die 12 und 3 New York Giants dieses Ding gewonnen haben. Digga, richtig, richtig stark. Wie gesagt, trotzdem werden wir nicht in die Playoffs kommen, so wie es aussieht. Aber wenigstens noch die Saison stark beenden. Und ja,
das war's mit dem Video, Leute. Abonniert gerne, wenn ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dann, euer Eric.